Hallo meine Freunde, Games Weekly wird es diese Woche nicht in der üblichen Form geben. Ihr seht, ich sehe ein bisschen durch den Wind aus. Das liegt daran, ein guter Freund und Kollege aus der Branche ist gestorben diese Woche. Das ist der Ingo Horn. Die Outro-Brudis und Schwestern, ihr werdet ihn kennen. Er war in einer der ersten Games Weekly-Folgen hier. Den Talk mit dem Ingo, den würde ich euch gerne nochmal zeigen. Der kommt gleich am Ende, wenn ich hier fertig bin. Ich kann das gerade noch nicht fassen. Ingo ist nur 49 Jahre alt geworden. Ist gerade ausgewandert nach Spanien mit seinem Partner. War total happy. Und ist völlig unerwartet gestorben. Ich werde nie unseren ersten Charity-Stream vergessen. Mit Let's Play for Charity. Das war vor 3 Jahren. Als das erste Jahr Corona war zu Weihnachten. Und letztes Jahr haben wir es nochmal gemacht. Ingo ist ein großartiger Mensch. Wenn ihr was über Ingo wissen wollt, dann der beste Weg, Ingo kennenzulernen, ist, schaut euch das Interview an. Da erzählt er wirklich voller Inbrunst über das, was er macht und was er liebt. Und wenn ihr Ingo unterstützen wollt, oder noch, das könnt ihr jetzt immer noch, Let's Play for Charity, der Jörg Leune wird das weiterführen. Ich bin an dieser Stelle raus. Entschuldigung, dass es eine kurze Games Weekly ist. Hier kommt das Interview mit Ingo. Und dann gibt es noch ganz besondere wundervolle Menschen, die neben ihrem wundervollen Job noch wirklich wundervolle Dinge für andere Menschen tun. Und einer dieser wundervollen Menschen, das ist der Ingo Horn. Und mit dem werde ich mich jetzt unterhalten. Hallo Ingo! Ey, voll geil, dass das geklappt hat. Und bevor ich irgendetwas sage oder das vergesse, ich habe nämlich in der Anmoderation erzählt, dass du das Bundesverdienstkreuz, was ja eigentlich die Bundesverdienstmedaille ist, dass du die hast. Und das müssen wir jetzt beweisen. Hast du die zufällig am Start? Ja, zufällig, weil du mir im Vorfeld darum gebeten hattest, hab ich sie aus den Tiefen meines Regales rausgekramt, weil ich ziehe die Dinger ja nicht an. Ich meine, weil willst du dir dieses Lametta wirklich dann ans Revier heften, wenn du auf einer Gamescom rumlarschst oder dergleichen mehr? Eigentlich nicht. Ach, das gibt's in zwei, einmal mit Anstecker und einmal in groß. Genau, das ist einmal halt so richtig das Lametta und einmal dann eben, was du am Jackett dann so in die Tasche irgendwie dann so reinstecken kannst, was dann wirklich nur die absoluten Insider wissen. Hast du gemerkt, wie unprofessionell ich jetzt links auf den Monitor geguckt habe, weil ich so geil auf die Medaille war? Egal. Pass auf, die Medaille ist jetzt uninteressant, weil wir sind ja eigentlich hier, um erstmal A, über dich zu reden, weil wir beide kennen uns ja schon so lange, dass wir im Vorfeld festgestellt haben, wir wissen ja gar nicht von woher. Du bist schon ewig in der Branche, ich bin schon ziemlich lange drin. Aber der Knaller ist, du machst halt die Medaille, hast du bekommen für Let's Play for Charity, wo du mir ja die Möglichkeit, hast du mir ja letztes Jahr die Möglichkeit gegeben, ich arbeite immer als Weihnachtsmann und dank dir konnte ich letztes Jahr auch als Weihnachtsmann was Gutes tun. Da durfte ich bei euch auf dem Let's Play for Charity Channel, den es ja auf Twitch gibt, durfte ich ja einmal streamen, wo du mir auch echt über Stunden, wo du mich unterstützt hast, war mega, mega geil. Und bevor ich jetzt hier weiterlabe, ey, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich für die, die dich nicht kennen? Also erstmal Hallihallo, schön, dass ich bei dir sein kann, Odetto. Die Verdienstmedaille habe ich übrigens für mein Charity-Werk allgemein bekommen, weil ich habe vorher ja auch noch einen anderen Charity-Verein gegründet, nämlich Gaming Aid. Deswegen ist es sozusagen unisono für beide Sachen gewesen. Aber ich mache nicht erst seit 2013 Charity, sondern bin schon wesentlich länger in der Branche. Bin eigentlich 1993 eingestiegen, als ich bei meiner Tageszeitung eigentlich richtig echter Journalist werden wollte, nämlich Redakteur, Nachwuchsredakteur bei der ehrwürdigen Dill-Zeitung im Lahn-Dill-Kreis, im tiefsten Hessen. Und da habe ich bei der Tageszeitung eben als ständiger freier Mitarbeiter angefangen. Irgendwann durfte ich dann für eine junge Seite dort auch mal Computerspieletests schreiben, weil ich war der totale Nerd, seit ich 11 bin, mit dem C64er, Amiga und so weiter und so fort gemacht. Und da war dann sozusagen mein beruflicher Einstieg neben dem Abitur nebenbei und dann meine Bundeswehrzeit absolviert. Und während der Bundeswehrzeit habe ich in einer meiner Lieblingszeitschriften, der altehrwürdigen Powerplay, eine Stellenannonce gesehen, dass sie Nachwuchsredakteure suchen. Ich habe mich einfach beworben, ganz normales Gespräch gehabt, eben Vorstellungsgespräch, bin genommen worden, habe dort eine Weile gearbeitet, unter anderem den Tipps- und Tricks-Bereich mitverantwortet. Damals gab es noch Geld für Komplettlösungen für die Leser beispielsweise und solche Sachen. Hab dann so Tests geschrieben wie für Action Soccer, Nektaris und für Battle Isle 3 unter anderem eben auch einen Test. Mhm. Und da hatte ich schon dann so erste Bande mit der anderen Seite der Industrie, mit Blue Byte geschlossen.
bin dann von der Powerplay weggegangen, weil ich auf gut Deutsch gesagt zu dämlich gewesen bin, die Probezeit zu überstehen. Das war mein erster Job überhaupt. Ich habe Holla die Waldfee gedacht, die Welt sucht nur nach mir und habe mich halt scheiße benommen, auf gut Deutsch gesagt, und bin dann wieder schnell ad acta gelegt worden, habe dann wieder das Studium angefangen, aber schon einen guten Draht eben zu Blue-Byte gehabt, und die mochten meine Schreibweise und haben gesagt, hey, hast du nicht Bock, neben dem Studium für uns als Texter zu arbeiten? Dann habe ich Verpackungstexte geschrieben und dergleichen mehr. Und da dachte ich, damit kann ich Geld verdienen, neben dem Studium, bewirbst du dich auch noch bei anderen. Und so kam es, dass ich dann 1997 nicht als freier Mitarbeiter bei der Bomiko, die später Orfogramm geworden sind, angeheuert habe, sondern die haben nach einem festen Junior-Produktmanager gesucht. Und da war ich 97 dann quasi auf der anderen Seite der Industrie dann richtig zu arbeiten angefangen. Bin dann nach 3 Monaten in die PR-Abteilung gewechselt, weil die dortige PR-Dame leider krank geworden ist und sie keine Leute hatten, die Schlappmaul hatten. Und ich war schon immer Gamer, kannte mich mit Spielen aus, und gemeinsam mit einem anderen Kollegen, mit dem Stefan Weil, den du vielleicht auch noch kennst, haben wir dann sozusagen die PR-Abteilung einfach ins Blaue mit reingenommen. Und das war die Geburtsstunde von mir als PRler 1997. Dann bin ich über verschiedene Stationen, wie zum Beispiel bei Interplay bin ich gewesen, bei Virgin Interactive, beim deutschen Entwickler Vestka Interactive. Später dann beispielsweise bei Travian Games. Dazwischen habe ich eine Zeit lang, war ich selbstständig gewesen. Da haben wir sehr viel für verschiedene Publisher und Developer gearbeitet. Und seit 2013 bin ich inzwischen bei Wargaming, wo ich eben zunächst als Verantwortlicher für Deutschland, Österreich, Schweiz tätig gewesen bin in der PR, dann sukzessive weitere Funktionen übernommen habe. Und heute bin ich Communication Director für Europe. Das heißt, ich habe dann das europäische PR-Team sozusagen unter mir, und wir sprechen für World of Tanks, World of Warships und die anderen schönen Produkte, die wir dann so veröffentlichen. Und da bist du ja, muss man ja auch sagen, auch mittlerweile einer der Veteranen auch bei Ja, Wargaming, durchaus. weil, ne, das, ne, das sind 8 Jahre, jetzt also im nächsten Monat habe ich 8 Jahre 8 Jahre hinter mir, schon, also ja. im ersten siebten, im ersten sechsten habe ich 8-Jähriges. Also du hast die wilde Anfangszeit. Wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, auch nicht über die eine Party auf der Gamescom reden, wo es diese Doc-Tags gab, über die ja wir jetzt sowieso nicht reden werden. Also da bist du jetzt schon sehr lange, also dann weiß man, da fühlst du dich Die wohl. DNA ist einfach da. Man muss wirklich, wie heißt es immer so schön, Kerosin und Stahl irgendwie schwitzen. Und wer hätte gedacht damals, als ich bei der Bundeswehr selber Leopard 2 gefahren bin, dass ich ein paar Jahrzehnte später weiterhin mit Panzern zu tun habe, allerdings auf virtuelle Art. Ja, also du passt ja auch super in den Haufen rein. Aber apropos reinpassen, wie ging das denn generell mit dem ganzen Gaming-Eld los damals? Gaming Aid ist eine Idee, die mir 2012 gekommen ist, nachdem in meinem Netzwerk, ich war ja PR-Mann und kenne viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die du auch kennst, die trotzdem immer wieder haben durchblicken lassen, weil man derzeit ja doch auch ein bisschen Freundesbande miteinander schließt, dass man auch mal über private Dinge redet. Und dann habe ich von Schicksalsschlägen erfahren, dass bei einem Redakteur beispielsweise die Freundin einen Schlaganfall hatte und der halt spastisch gelähmt war und von der Krankenkasse sehr, sehr mies behandelt worden ist, keine logopädischen Maßnahmen bezahlt werden sollten und so weiter. Und ein anderer Redakteur, dessen Sohn mit 6 Monaten Herztransplantation über sich hat ergehen lassen müssen, dann mit geschwächtem Immunsystem eben aufgewachsen ist, immer wieder alle Nase lang im Krankenhaus war. Der Vater, der alleinerziehend war, musste eben kilometerweit mit dem Kleinen immer fahren und übernachten und so weiter. Und es hat mich einfach gestört, dass bei so vielen immer in diesen Momenten immer nur so dieses, das wird schon wieder, und das war es dann schon. Also ein bisschen Trost, ein bisschen Empathie, schön und gut. Aber keiner hat mal so richtig den Biss und den Drive gehabt, wirklich auch etwas zu tun. Da ist mir die Idee gekommen, Mensch, irgendwas muss man doch aus der Branche machen können. Wir sind so eine geile Games-Branche, wir sind so erfolgreich, es wird so viel Geld verdient. Warum können wir nicht an diesem Erfolg irgendwie in Form von einer Stiftung, Charity oder wie auch immer geartet, irgendwie die Leute daran teilhaben lassen? Und habe das auf einer Quo Vadis, das ist eine Entwicklerkonferenz, die wir in Berlin abgehalten haben, dann vor 50, 60 Leuten plötzlich gesprochen. Ich habe gedacht, wunderbar, was ist denn jetzt hier los? Und habe meine Idee einfach mal gepredigt und von etlichen Leuten gleich, ja, Logo, melde dich mal, unter anderem mein alter Virgin-Kollege Tassin Afci. Und wir haben dann nachher, wie es so nötig ist, 7 Leute um uns geschart, eine Satzung entwickelt mit anwaltlicher Hilfe, sind durch die Mühlen der ganzen Registrierung gegangen und haben einen Verein gegründet, einen e.V., den wir dann 2 Jahre später dann auch als gemeinnützig anerkannt haben lassen, was dann den Vorteil bietet, dass du für Spenden dann auch Spendenquittungen ausstellen kannst, die dann Leute wie du dann beispielsweise bei der Lohnsteuer abrechnen können.
Genau, wenn ich einen Lohnsteuerjahresausgleich machen würde, könnte ich das machen. Aber das verpeile ich immer. Pass auf, ich muss mal kurz unterbrechen, weil wenn du sagst, du hast bei Stefans Veranstaltung, weil Stefan Reichert hat ja da noch die Quo Vadis gemacht, geredet hast. War das schon, hattest du so einen Redebeitrag und da war geplant, hey, ich rede über Gaming Aid, oder war das so eine komplett spontane Nummer? Du sagst, ach komm, jetzt rede ich mal vor 50, 60 Leuten, wie Nee, muss ich mir das es war so, vorstellen? dass ich beim Board quasi gesagt habe, hier, ich möchte was mit Charity eben machen. Es gab zu dem Zeitpunkt nur in England Games Aid oder Penny Arcade in den USA. Und ich suche nach Leuten, die da auch ein bisschen offen dafür sind. Konnte das allerdings noch nicht so richtig ganz fassen. Habe im Grunde genommen erstmal darüber berichtet, wie das in anderen Ländern funktioniert und warum es das bei uns noch nicht gibt. Hatte schon den Namen Gaming Aid in dem Sinne schon im Hintergedanken gehabt. Und da hat sich dann sozusagen dieser fixe Gedanke manifestiert. Und was dann nachher draus geworden ist, das hat sich schon ein bisschen aus der Eigendynamik heraus ergeben, dass wir beispielsweise dann beim ersten Friendly Fire von Gong und Pete Smith die Empfänger geworden sind und plötzlich 120.000 Euro gespendet bekommen haben. Und wir dann zusehen mussten, ja, wie investierst du jetzt dieses Geld? Weil nach deutschen Statuten, wenn du eine Charity bist, musst du das Geld innerhalb von einem gewissen Zeitraum auch belegen, das, was du damit gemacht hast und dich einfach nur auf die Bank packen oder selber für irgendwelche Tünnis ausgeben kannst. Und Also braucht ihr quasi Partner dafür, wo das Geld genau, ganz landet. genau. Und das steigt dann auch alles noch in den Kinderschuhen. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, mal mit Astragon zusammenzuarbeiten, gesagt haben, wir machen eine Coast Guard, hieß das Spiel, war also Küstenwache. 1 Euro von jedem verkauften Spiel geben wir euch, weil wir zu dem Zeitpunkt der Flüchtlingshilfe eben zugetragen, eine Aktion gemacht haben. Und im Grunde genommen, ansonsten hat Gaming Aid davon gelebt, was wir sozusagen als Mitglieder, als Leuten, die dahinter gesteckt haben, den Leuten für einen Keks an die Backe gequatscht haben, so wie ich dir ja auch dann eben spontan einfach ein Commitment mit aus den Rippen geleiert habe und man einfach mal gemacht hatte. Und das ging dann bis 2016, war ich Vorsitzender und eben auch Gründer. Dann hatte ich selber einen persönlichen einen kleinen Schicksalsschlag eben bei mir, dass meine bessere Hälfte eben sehr schwer verletzt war. Und ich mich dann komplett darauf konzentriert hatte, weil Wargaming ging es gleichzeitig auch positiv eben weiter nach oben, dass ich irgendwann gesagt habe, schweren Herzens, ich gebe Gaming Aid ab, weil es wird mir einfach zu viel, weil alles dieses Charity passiert ja ehrenamtlich. Das heißt, jedes Investment ist nicht nur finanziell, sondern eben auch, dass du die Zeit investierst und mit den Leuten ja quatschen musst und so weiter. Und das macht es alles nebenbei, neben einem 40, 50-Stunden-Job, den du ohnehin halt schon hast. Also sprich, ich war so kurz auf knapp auf dem Zahnfleisch zu gehen, so heute würde man vielleicht sagen, so dem Burnout nahe. Das heißt, es war eine weise Entscheidung, dann das in gute Hände zu geben. Das habe ich dann in die Hände von der Svenja Batti und von der Christiane Gerke gegeben, die auch vorher schon bereits eben mit an Gaming Aid gearbeitet haben und die leiten das jetzt bis heute und machen da einen wunderbaren Job. Trotz alledem habe ich dann so nach einem halben Jahr festgestellt, so ein bisschen was fehlt dir. Weil das war schon so ein bisschen mein Steckenpferd und auf den letzten Zielgeraden von Gaming Aid, bevor ich es abgegeben habe, kam dieser Streaming-Bereich immer mehr in Fahrt. Und auch ich habe persönlich sehr, sehr gute Kontakte und Freundschaften eben entwickelt zu einigen größeren Streamern auf einer rein freundschaftlichen Basis, ohne da irgendwas rausholen zu wollen, die ja eben auch bei Friendly Fire wieder dabei gewesen sind. Und da habe ich mir halt mal zurechtgelegt, Mensch, es wäre doch geil, wenn man mal einen Twitch-Kanal hätte, bei dem nicht nur immer die gleichen Nasen sozusagen ihren eigenen Kanal abfeiern und die Spiele, die sie selber spielen, sondern wenn du wie so ein Fernsehprogramm hast, wo du alle 2 Stunden hast eine andere Nase, hält sein Gesicht in die Kamera und spielt ein anderes Spiel. Und optimalerweise wäre es so, dass auf einen super erfolgreichen mittelalterlichen Bartträger, der im Weihnachtsmannkostüm eben Diablo zockt oder Destiny zockt, da ich beispielsweise ein 17-, 18-jähriger Nachwuchsstreamer, der keine Fans hat, aber der einfach Spaß am Zocken einfach hat und sich dabei zugucken lässt, dass ihr euch dann in die Klinke in die Hand gebt und nach dem 17-Jährigen kommt dann halt eine bekannte deutsche Streamerin oder. Und das hat leider nicht so ganz funktioniert, weil uns kannte keine Sau. Das war ein rein privates Engagement, das war mein eigener Twitch-Kanal zu Beginn. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, die sind alle auf den Events, auf einer Roleplay-Convention, auf einer EGX und so und habe dann mit den Machern klargemacht, lass uns da eine Eventbühne hinstellen. Und wir hosten dann da 2 Tage lang sozusagen Live-Programm von der Bühne. Das streamen wir noch parallel bei uns auf dem Kanal.
Dann haben wir da so Darsteller aus Star Wars, Herr der Ringe, Game of Thrones interviewt, natürlich auch Entwickler zu Besuch gehabt, die ihre Spiele präsentiert hatten. Das Ganze wurde finanziert von Sponsoren, die eben auch munter dann mit auf die Leinwand geklastert worden sind. Und das war dann so richtig die Geburtsstunde von eigentlich Let's Play for Charity, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der einen Seite eben auf Events, die dann hoffentlich bald auch wieder stattfinden, weil das ist nur 2018 und 19 eben gewesen. Und durch Corona, was jetzt alles sich zu Hause eben abfeiert, wir sukzessive jetzt immer weiter den Twitch-Kanal eben auch aufbauen werden. Wir sind halt auch schon von Twitch eben als Partner anerkannt, obwohl wir eigentlich noch zu klein gewesen sind. Aber haben jetzt Anfang letzten Monats auch einen Verein richtig offiziell ins Leben gerufen. Das heißt, es ist jetzt ein eingetragener Verein, der auch im gleichen Zuge direkt gleich die Gemeinnützigkeit bekommen hatte. Das heißt, dass wir jetzt gleich aus dem Vollen schöpfen können. Und natürlich hilft mir da auch das Bundesverdienstkreuz so ein bisschen eine Seriosität dann einfach mit reinzubringen, jemand, der uns nicht kennt, Pass ne? auf, pass auf. Da muss ich jetzt aber unterbrechen, ne? Weil du sagst Verein, Ja. ne? Und du machst das super. Man merkt bei dir wirklich den Pressemann, ne? Du spulst dein Programm runter. Nicht mit Wir haben mir. doch keine Ich muss Zeit. dazwischendurch immer dazwischen. Und wir haben noch keine Zeit. Wer war das? War nochmal der Raab, war das immer. Nein, aber du hast gerade gesagt Verein. Und da fällt mir nämlich eine Sache ein, wenn es einen Verein gibt. Und wir Deutsche lieben Vereine. Aber du hast den Verein. Also können da auch Leute in den Verein rein. Gerade für die Leute, die jetzt zuhören, könnte das ja durchaus interessant sein. Gibt es da Möglichkeiten? Kann man in diesen Verein einfach reintreten? Auch eintreten, sprich, vielleicht, wenn man streamen will oder wenn man es einfach nur unterstützen will. Und was ist das dann, wenn man in so einem Let's Play for Also Charity-Verein ist? Wie muss man sich das den vorstellen? Verein haben wir ja deswegen konstituiert, dass das nicht mehr so eine One-Man-Show ist. Ich bin zwar auch Vorsitzender von diesem Verein, bin von den Gründungsmitgliedern dazu gewählt worden, aber wir haben auch noch andere Leute, die am Verein mitwirken. Da ist ein Zanossi dabei, da ist ein Nutality dabei, da ist ein Jörn Leue dabei, der beim Gamesnet arbeitet, eigentlich Medianet in Berlin-Brandenburg und so weiter. Es sind sehr viele Leute, die im Hintergrund quasi einfach Bock drauf haben und da kann jeder Mitglied werden. Wir haben also auf unserer Webseite Let's Play 4Charity.com ist der Link zur Webseite. Nochmal, also Let's Play, aber dann nicht vor, sondern Die mit 4 Ziffer 4, ausgeschrieben, genau. charity.com. Ja, ich blende das dann mal so ein, Ansonsten so ab und zu bei mal so. Facebook, bei Twitter sind wir auch unterwegs. Bei Twitch auf LP4 Charity ist dort der Kanal. Und im Grunde genommen, jeder kann bei uns Mitglied werden, durch den Mitgliedsbeitrag dadurch eben einen kleinen Obolus dazu beitragen. Aber viel interessanter ist es wirklich, wenn wir auch Leute haben, die einfach sagen: Mensch, ich finde die Idee cool. Ich habe keinen Bock, irgendwie selber einen Stream zu machen, weil mir liegt nicht daran, irgendwie das zu monetarisieren, sprich Gelder mitzumachen. Aber ich lasse mir gerne beim Zocken über die Schulter schauen. Wir können etliche Streamer bei uns eben jederzeit im Grunde genommen, wir geben den Leuten einen Stream-Key auf Twitch, dann können sie auf unserem Kanal LP4Charity quasi selber auch sich vormerken, ich möchte am Wochenende jetzt eine Runde Destiny spielen oder irgendwie Montagmittag habe ich Zeit und spiele dann eine Runde Mein kleines Pony. Es ist ganz egal, was bei uns gezockt wird. Wichtig ist der Spaß an der Freude und dass wir dadurch eben ein möglichst buntes Programm einfach machen. Und dann generieren wir auch Spendengelder, weil bei Twitch viele Leute mal hier mal einen Euro, da mal einen Euro spenden oder Leute irgendwie eine Subscription machen oder ein Amazon Prime-Konto haben und ihre kostenlose Twitch-Subscription dann eben machen. Wir werden bald bei Amazon geführt, dass du über das smile.amazon.de spenden, wenn du Sachen bestellst, dass 0,5% dementsprechend an uns abgeführt werden, Facebook-Spenden und dergleichen mehr. Aber es geht uns im Prinzip erstmal nicht ums Geld, es geht darum, eine Art Bewegung aufzubauen, dass wir gemeinsam sind wir stark und gemeinsam, und das ist dann der Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Wenn du Mitglied bist bei uns, hast du die Möglichkeit eben auch bei den Mitgliederversammlungen oder bei den Beschlüssen deine Stimme mitzuerheben und zu sagen, hey, ich erkenne da einen Verein oder mein örtliches Tierheim hat gerade ein Problem oder irgendwelche Aktionen, wo vielleicht Geld helfen würde oder man irgendwas anderes spendet. Und wenn es halt einfach nur auf einer Kinderkrebsstation eine Konsole beispielsweise zur Verfügung zu stellen oder so etwas zu machen. Du, zum Stream nochmal, aber das, dann wäre ja im Grunde genommen, so ist das ja mit uns ja auch zustande gekommen zu Weihnachten. Ich wollte keinen Kanal pushen, ich wollte das nur bei euch haben und somit konnte ich auf Let's Play for Charity streamen, war der Hammer. Aber dann
Mir kam nur gerade so eine fixe Idee. Normalerweise ist es ja bei Twitch, man muss dann so selber sein Gesicht, dann hat man den eigenen Kanal. Aber im Grunde genommen bietet ihr ja so gesehen auch einen Service, wenn ihr zum Beispiel sagt, pass mal auf, du willst eigentlich gar keinen eigenen Kanal machen, aber du willst mal streamen, könntet ihr diese Leute, die darauf Bock haben, im Grunde genommen ja auch unterstützen. Wenn sie, wie du gesagt hast, hey, ich würde mal gerne vor anderen Leuten spielen und wir können gerne welche über die Schulter gucken. Und das Setup zum Stream ist ja nun nicht mehr so teuer heute, das geht ja rucki zucki, dass man das alles hinkriegt. Und dann könnte man euch ja damit unterstützen. Wie sieht es denn so generell aus mit dem Bedarf? Was braucht, also jetzt mal vom Geld und der Unterstützung abgesehen, was braucht Let's Play for Charity momentan eigentlich? Momentan brauchen wir am meisten Awareness und da danke ich dir für die Möglichkeit, das hier bekannt zu machen, weil noch haben wir eben dreistellige Zuschauerzahlen. Das ist noch nicht so sonderlich groß. Trotz alledem kommt da immer schon mal wieder was beisammen. Wir haben insgesamt schon über 25.000 Euro jetzt gesammelt im Laufe der letzten Jahre, aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben, weil viel hilft ja auch viel. Deswegen, je mehr Leute bei uns eben mitstreamen wollen, egal ob das regelmäßig ist, ob das irgendwie einmal im Monat ist oder wenn du halt sagst und dein Arbeitgeber sagt, natürlich darf der Odetto auch mal für den guten Zweck einmal im Quartal irgendwie seinen Bart in die Kamera halten, ist das genauso möglich, wie eben jemand zu sagen, ach komm, ich mache das jede Woche am Freitag um 18 Uhr, streame ich meins. Wir haben da einen Stammstreamer, den Smeagol, der zockt immer City Skylines beispielsweise und Minecraft, hat dann einen eigenen Minecraft for Charity Server sogar am Laufen. Und der ist sozusagen unser Stammstreamer, der fast jeden zweiten Tag unterwegs ist. Aber mein Traum wäre es am Ende, wenn nachher der Let's Play for Charity Kanal nie offline geht, weil alle zwei, drei Stunden jemand anderes Bock hat, da was zu machen, dass wir nachher vielleicht eine Pool von 20, 30 Streamern haben und dann mit denen quasi jonglieren müssen, wer wann was wo wie macht und natürlich dann eben auch auf Events mit auf der Bühne steht, um dann dort vor Ort eben auch coole Sachen zu machen, wie auf einer Gamescom dann Entwickler zu begrüßen und so weiter und so fort. Das heißt, Ideen sind bei uns immer gut angebracht, wenn einer andere Ansatzpunkte sieht, wo er sagt, Mensch, ihr seid so bekloppte Gamer, ich habe da die Idee oder jenes irgendwie zu machen. Das ist alles noch in den Anfangstagen. Wir haben gerade diesen Schritt von privates Engagement in, dass wir es auf seriöse Füße stellen, weil ein e.V. ist halt auch juristisch gesehen eine abgesicherte Sache. Das heißt, ich stecke mir da kein Geld in die eigene Tasche und verschwinde dann irgendwann auf die Kanaren, sondern das ist dann... Nee, du bist ja auf Rügen. Du bist ja so gesehen, ja. Das ist ja alles schon durchfinanziert. Genau. Aber das ist natürlich dann eben auch eine einfache Möglichkeit, dann auch für Sponsoren beispielsweise interessanter zu werden, dass nachher Energy-Drink-Hersteller oder Hardware-Hersteller uns unterstützen oder mit unserer Hilfe eben dann auch etwas machen. Da führe ich auch schon einige Gespräche eben mit Hardware-Herstellern, dass für die dann mal ein Wochenend-Charity-Stream gemacht wird. Weil das ist auch die andere Expertise, die wir haben. Es gibt da draußen auch viele kleinere Streamer, die, wie ich selber eben auch, dann einen eigenen Streaming-Kanal hatten und gar nicht wissen, wenn sie selber mal ein Wochenende einen Charity-Stream machen, dass sie trotzdem die Kohle versteuern müssen, die dann dort gespendet wird. Und dann heißt das ruckzuck, dann nimmst du vielleicht mal 500 Euro übers Wochenende über einen Freundes- und Bekanntenkreis ein und darfst die Hälfte davon dann noch an Papa Staat abführen. Da ist es dann eben gut, auch mit Leuten wie uns zu reden, weil wir da eben auch unterstützend tätig sein können, wenn Leute sagen, hier, wir wollen nicht bei euch drauf streamen, wir wollen selber was machen, aber könnt ihr nicht die Spenden sozusagen an Land ziehen und euch darum kümmern, dass die in die richtigen Kanäle gewandelt werden und wir da keine Steuern drauf zahlen müssen, weil da gibt es PayPal als Hindernis, da gibt es die ganzen Problematiken. Und da helfen wir auch gerne. Also im Grunde genommen, ja, im Grunde genommen könnte man ja wirklich mal so zusammengefasst sagen, jetzt mal so für die Leute, die das Beuteschema, die sich auch das angucken, hier Games Weekly, und die Bock auf sowas haben, sich erstmal sich sowas anzugucken. Leute, schaut mal bei Let's Play for Charity vorbei, ne? Wenn da Programm ist, sind nur korrekte Leute, ganz im Ernst. Plus, wenn ihr selbst Bock habt zu streamen, das ist ja so ein bisschen auch wie ein Service, den ihr bietet. Da sind eine Menge Leute, die haben Ahnung davon. Die wissen, wie es geht, die stehen mit Rat und Tat zur Seite. Hast du mir ja im Grunde genommen auch, als wir den ganzen Kanal eingerichtet haben zu Weihnachten, von wegen, wie ist das, wie setzen wir die Alerts unter und uns. Ich habe mich da nämlich ziemlich dumm angestellt und da sind wir zusammen, das haben wir zusammen durchgepeitscht und gerockt. Das war richtig. Gemeinsam sind wir stark. Du, Ingo. Absolut, absolut. Und man sagt ja immer so, ja, spielen, mach doch mal was Vernünftiges mit deinem Leben. Ingo, du bist das beste Beispiel. Nicht nur, dass du einen Job rausgemacht hast, sondern du machst natürlich nicht nur Unterstützung für deine Lieben über den Job, weil, ne, wofür arbeitet man? Erstmal okay, für sich selbst, um die Existenzängste und so alles so mal in den Griff zu kriegen. Dann für seine Lieben, um andere Leute zu unterstützen. Und du bist schon auf dem nächsten Level. Du unterstützt noch eine größere Gruppe und hilfst sogar noch anderen Leuten.
um andere auch noch zu Es geht halt unterstützen. nicht jedem so Ist gut einfach wie ein uns geiler letzten Typ. Endes. Vielen lieben Dank dafür, mein Lieber. Ja, aber ne, wird es nicht solche Leute wie dich geben, ne? Dafür von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Ingo. Ich habe zwar kein Bundesverdienstkreuz, was ich dir verleihen kann, aber ne, Die Freundschaft ist mir du teilweise bist viel, viel mein wichtiger, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, PR-Mann der Herzen, ich hab mich wirklich absolut. darüber tierisch gefreut, weil man muss ja auch nominiert werden für so ein Bundesverdienstkreuz und das war jemand, den ich noch nicht mehr kenne. Das heißt, der muss irgendwie von meiner Arbeit, wie Oh, Sabine war geil. das, erfahren haben. Und es ist halt eine schöne Wertschätzung, die einem auch zeigt, dass wenn du dir den Ja. aufreißt, dass es offensichtlich auch wahrgenommen wird. Und letzten Endes mache ich das nicht, um Ruhm und Ehre zu bekommen, sondern um Leuten zu helfen und gemeinsam zu helfen. Und wenn dann halt so ein bisschen Wertschätzung dabei rumkommt, dann ist das nicht so richtig negativ zu aufzufassen und da freut man sich dann auch schon mal wie ein Schnitzel drüber. Es ist ja auch nicht nur die Wertschätzung, Ingo. Also als einmal im Jahr Weihnachtsmann kenne ich das ja auch ein bisschen. Ich kenne es nur von den Kindern, aber das Leuchten und die Ah. Dankbarkeit in den Augen von anderen Menschen, wenn du weißt, denen geht es jetzt ein bisschen, denen hat man ein bisschen Freude geschenkt, da hat man denen ein bisschen Licht ins Leben reingebracht und konnte somit auf irgendeine Art und Weise helfen. Und wenn man das zurückkriegt, das kennt jeder, der mal irgendjemand, der in Not gebracht hat, einen Euro in die Hand gegeben hat, sowas fühlt sich immer Ja, gut an. genau. Und wer das nicht kennt, also wenn Leute nicht das wissen, wie sich das anfühlt und dass es gut ist, das tut mir wirklich sehr leid, weil das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Definitiv. Ingo, ich guck so auf die Uhr. Ja, wir sind durch, ne? Ich habe gedacht, Viertelstunde, ja, das schaffen wir, wir sind weit drüber, Ja, verdammt, ja. sorry, die nachfolgenden Egal. Sendungen verschieben sich leider um. Was heißt verschieben? Ich muss es diese Woche schneiden, weil der Marlon Ja, dann Urlaub hat, mach mal hin, dann muss ich macht die dran richtigen glauben. Linksbau Ja, die okay. Ja, alles klar. Ingo, vielen Dank. Ich hoffe, du warst nicht das letzte Mal hier, Jederzeit gerne. weil, ne, ich habe ja jede Woche jemanden hier. Und wenn wir das Ganze mal in einem richtig schönen Podcast machen und wir diesen Teil nicht reindrücken, dann machen wir das Call einfach me ganz in. Ich normal. lasse mich überall Und du reindrücken. hältst. Genau. Und du hältst uns auf dem Laufenden, was sich bei Let's Play for Charity tut. Wenn wir da was machen können, lass es mich Alles wissen. klar. Vielen lieben Dank dafür und an die da draußen. Macht mit, gemeinsam ist man stark.